Hallo und herzlich willkommen zu Doors. Ich wünsche dir bei der Folge von heute viel Spaß. Heute sind wir bei unserem nächsten Türchen von unserem Kalender. Wir warten auf den Sommerbeginn. Ja, und wenn ich alles richtig gemacht habe, ist mit diesem Türchen der 31. Mai. Das heißt, wir haben den kompletten Mai ja, damit verbracht, jeden Tag ein Türchen zu öffnen, aber der meteorologische Sommerbeginn ist natürlich am 21. Juni. Wir haben also noch ein paar Türchen vor uns. Ja, aber mit dem Abschluss des Monats Mai öffnen wir heute das mörderische Motel. Und hier sehen wir auch schon, hier ist wohl etwas passiert bei dem Motel. Wir haben auch schon unsere erste Notiz. Und diesmal ist es tatsächlich so, dass ich finde persönlich, dass diese Notizen schon tief berühren, weil sie unsere Menschheit betreffen. Schauen wir mal, was sie heute sagt. Die Menschen suchen endlich einen Ausweg. Ja, nur als Information, ich werde im letzten Video von Kapitel Nummer 2, werde ich auch wieder alle Notizen aneinanderfügen, damit man sich die ganze Geschichte einmal anhören kann von all den Notizen, die wir im Kapitel 2 finden. So, was haben wir dann hier? Hier liegt ein, ach, hier haben wir einen Edelstein. Hier sind irgendwelche Glassplitter. Vielleicht können wir die wegfegen. Ja. Ich glaube, wir haben hier die Tatwaffe gefunden, aber wir kommen noch nicht ran. Hier ist eine Tür. Da brauchen wir erst einen Schlüssel. Hier haben wir... Oh, da hat wohl der Mörder ein Versteck gefunden. Und wir haben eine Brechstange. Okay. Hier müssen wir Verbindungen herstellen. Damit das hier alles funktioniert. So. Damit hat das Hotel Strom. Oh, und wir können einen Fahrstuhl benutzen. Aber wir schauen uns erstmal den Willkommensbereich hier an. Da haben wir unseren Edelstein, den roten. Damit haben wir die blauen Edelsteine und die Notiz gefunden. Hier in den Koffern sind noch Dinge versteckt. Hier haben wir eine Lupe. Kommen wir hier auch... Ah, hier werden wir noch Schlüsselchen brauchen. Wir sind jetzt auf der Etage Nummer 1. Gut, fahren wir mal mit dem Fahrstuhl eine Etage hoch. Gut, das ist hier wohl das Zimmer, wo etwas passiert sein könnte. Was macht man jetzt hier? Ah, okay. Moment. So. Und wie kriegen wir den hoch? Hier fehlt uns noch ein Mechanismus. Ich denke mal, die Brechstange ist dafür nicht geeignet. Was haben wir hier? Oh. Gut, wir müssen einen Code finden. Hier haben wir immer noch das Messer, brauchen wir. Ah, vielleicht mit der Brechstange. So, da haben wir das Messer. Dann können wir hier an dem Sofa oder an dem Sessel mal ein bisschen rumschneiden.
Und wir bekommen einen Schlüssel Nummer 5. Gut, dann fahren wir nochmal runter. Wir öffnen hier mal das Fach Nummer 5. Und da bekommen wir dann dieses Element, das seltsame Element für das Rätsel. Müssen wir wieder hochfahren. Gut, dann setzen wir das hier einmal ein. Und hier dann auch. Ui, ui. Hier haben wir Tatortbilder. Können wir hier mit der Lupe irgendwie was machen? Ah, okay. Bei den Bildern. Ah, bei den Bildern steht der Code von hier. Wir müssen jetzt wahrscheinlich ein Bild finden, was so aussieht wie dieser Umriss. Also oberes Bein gerade, unteres Bein geknickt und er winkt. So komisch. So. Also, das hier ist es schon mal nicht. Das hier ist es auch nicht. Das 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 hier ist unser gesuchtes Bild. Dann haben wir hier den Code 356075. Moment, wie mache ich das jetzt wieder rückgängig? 35. Nein, ich will erst 35. Moment. 35. 60. Und 75. So, wir bekommen einen Schlüssel. Damit müssten wir dann hier durch diese Motelltür kommen. Ach, und das war's schon. Wir können raus. Wir haben das Türchen für heute geöffnet und folgen der Katze. Level 9 abgeschlossen. Ja, das mörderische Motel. Wir haben alle Hinweise und unsere Notiz und Edelsteine gefunden. Und morgen ist ja der Beginn des neuen Monats. Der Monat, wo dann auch der Sommer endlich beginnt. Da gucken wir uns schnell reich werden an. Das war heute die Folge mit Doors. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.